Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Mein Name ist Petra Hirner. Ich bin Gemeindeberaterin bei Natur im Garten und erzähle Ihnen über die Pflanzung von Hecken im Siedlungsraum. Bevor Sie eine Hecke anlegen, überlegen Sie sich, für welchen Zweck und welchen Standort sich die Sträucher eignen. Informationen dazu finden Sie im Online-Tool Heckennavigator oder auch im Video Auswahl von Heckenpflanzen für spezielle Anwendungen. Blühende Hecken, Sichtschutzhecken, Naschhecken oder Lärmschutzhecken pflanzt man idealerweise im Herbst, wenn die Sträucher ihre Blätter verloren haben. Warum gerade jetzt? Ist das Laub im Herbst abgefallen, verdunsten die Sträucher kaum mehr Wasser. Die Wasserversorgung ist also nicht mehr so dringlich wie im Sommer. Daher können wir im Herbst jetzt gut Pflanzungen vornehmen. Immer wenn man ein Gehölz verpflanzt, entstehen im Wurzelbereich Verletzungen. Ein Strauch muss an seinem Bestimmungsort erst einmal ankommen und einwurzeln. Solange die Wurzeln nicht richtig angewachsen sind, verlaufen die Wasserversorgung und der Wuchs nicht optimal. Ebenso wichtig wie der Pflanzzeitpunkt ist der sorgsame Umgang beim Transport, um Verletzungen an der Rinde und an den Wurzeln zu vermeiden. Wenn die Sträucher nicht in einem Topf, also wurzelnackt sind, sollten Sie die Wurzeln beim Transport vor Sonne und Wind schützen. Durch den Fahrtwind trocknen die Wurzeln sehr schnell aus. Auch die pralle Sonne ist eben nicht gut für diese unterirdischen Organe. Am Bestimmungsort, also am Pflanzort angekommen, sollten die Sträucher möglichst rasch gepflanzt werden. Als Übergangslösung können sie auch an einem schattigen Ort in die Erde eingeschlagen und feucht gehalten werden. Wurzelnackte Sträucher sollten aber in jedem Fall so rasch wie möglich gepflanzt werden. Vor der Pflanzung empfehlen wir sie auch noch einige Stunden in einen Kübel Wasser zu stellen. Abgestorbene Wurzeln werden auch noch abgeschnitten oder eben verletzte Wurzeln auch abschneiden. Und um Trockenschäden entgegenzuwirken, können Sie die Wurzeln auch noch vorher in einen Mörteltrog mit Lehmbrei tauchen. Lehmbrei wirkt eben an den Wurzeln antibakteriell und dient als schneller Wundverschluss. Nach diesem erfrischenden Bad geht es ab in die Pflanzgrube. In der Praxis sollte die Grube also doppelt so groß sein wie der Wurzelballen. Wenn auch der Untergrund und die Seitenwände vom Wurzelballen gelockert werden, kann das Gehölz sehr leicht und gut Fuß fassen. Bei Ballenpflanzen werden Drahtgewebe oder unverrottbare Materialien, die um den Wurzelballen gebunden sind, entfernt. Auch der Ballendraht wird geöffnet und gelockert oder eben aufgeschnitten. Zu lange oder verletzte Wurzeln kürzt man um ein Drittel der Länge ein. Bei Topfpflanzen, also eingetopften Sträuchern, zieht man die Wurzeln auseinander. Die Wurzeln waren es gewohnt, im Topf im Kreis zu wachsen und würden das nämlich auch weiter tun, wenn man sie nicht auseinanderzupft. Um einen besseren Start für die Pflanzen zu ermöglichen, gibt man zur Erde reifen Kompost. Bei sehr schweren, tonigen Böden kann man zusätzlich Quarzsand, Kies oder Ziegelsplitt beimischen. Bei sehr trockenen Böden gießt man die Pflanzgrube bereits vor dem Setzen ein. Zur Verbesserung der Wasserversorgung wird um die Pflanze ein ca. 10 cm kleiner Erdwall als Gießrand errichtet. Regenwasser und Gießwasser können sich innerhalb dieses Walls besser sammeln. Das Einfüllen der Erde in die Grube erfolgt unter leichtem Schütteln der Pflanze, um bei wurzelnackter Ware Hohlräume zwischen den Wurzeln zu verhindern. Das Gehölz wird dann gerade gerückt, die Erde mit dem Fuß anschließend festgetreten und ordentlich mit dem Wasser eingeschlemmt. Die Wassermenge sollte mindestens den doppelten Durchmesser der Pflanzgrube in Litern betragen. Bodenbedeckung mit einer Mulchschicht aus Grasschnitt, Laub oder Stroh fördert übrigens das Bodenleben unter der Hecke und verhindert zusätzlich rasches Austrocknen des Bodens. So sind Sträucher auch gut mit Nährstoffen versorgt und leiden weniger in Trockenperioden. In extremen Trockenzeiten wird bei jungen Gehölzen pro Meter Pflanzhöhe alle 3 bis 4 Tage eine Wassermenge von ca. 10 Litern pro Pflanze gegossen. Ab dem zweiten Standjahr können sie dann etwas seltener gegossen werden. Für lockere Hecken reicht übrigens ein Pflanzabstand von 1,5 Metern. Wenn genug Platz vorhanden ist, so kann man diese auch versetzt in 2 Reihen setzen. Sichtschutzhecken aus Hainbuchen, Feldahorn oder Liguster können auch dichter in einem Pflanzabstand von etwa 1,5 Meter gesetzt werden. Tipps und Skizzen zur Pflanzung finden Sie auch im Online-Tool der Heckennavigator. Vielfältige Hecken im Siedlungsraum
bieten heimischen Tieren wertvollen Lebensraum und Nahrung. Bevorzugen sie heimische Heckenpflanzen, wie zum Beispiel den Dirndlstrauch statt der Forsythie. Heimische Wildsträucher sind pflegeleicht und bieten besonders vielen Tieren einen Lebensraum. Bestimmt gibt es auch bei Ihnen in der Gemeinde noch freie Plätze für die Pflanzung von heimischen Mischhecken. Vor allem im Hochsommer bemerken und schätzen auch wir, wie wertvoll der Schatten und die Kühlleistung von Hecken sind. Auch so tragen sie in der Gemeinde zur Klimawandelanpassung bei.